So, willkommen zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute Donnerstag heißt auch die neuen Wochenaufgaben sind da. Daran werde ich mich natürlich gleich direkt dran setzen, damit ihr so schnell wie möglich die Aufgaben bekommt. Kurz in eigener Sache. Also, unten das Gewinnspiel läuft auf jeden Fall noch. Also, alle 10 Abonnenten kommt ja eine Zahl hinzu. Für alle, die es nicht wissen, unten in der Videobeschreibung ist ein extra Video, wo ich einmal genau erkläre, wie das funktioniert mit dem Code. Jetzt ist nur die Frage an alle. Was ist euch lieber, diese 10 € PaySafe-Code oder quasi, wenn ich einen Skin verschenken würde, anstatt diesen PaySafe-Code? Also der hier wird definitiv aufgelöst, nur was danach passiert, das ist halt jetzt noch so die große Frage. Weil ich halt immer mehr gefragt werde, verschenkst du auch Skins? Verschenkst du auch Skins? Und da sage ich ganz ehrlich, ob ich jetzt 10 € so ausgebe, weil das andere Problem ist auf der PlayStation, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber ich glaube, man braucht sogar einen Personalausweis dafür. Und da wir ja eigentlich in der Regel jüngere Zuschauer haben, ist halt jetzt echt die Frage. Schreibt einfach mal wirklich in die Kommentare, was ist euch lieber? Der PaySafe-Code oder wenn ich ab und an mal einen Skin verschenken würde? Das erstmal jetzt dazu. So, dann natürlich danke für 577 Abonnenten. Die 1000 rücken immer näher. Kappa. So, wir gehen aber jetzt mal rein in den Shop. Und was haben wir? Kieferknackerin ist neu und eine neue Tarnung. Und er ist war auch neu. So, fangen wir vorne an. Bababababam. Das ist die Kieferknackerin. Ich glaube vom. Ja, wir nehmen Controller in die Hand. Vom Skin an sich hatten wir so einen, glaube ich, schon. Nicht vom Gesicht her, meine ich jetzt. Aber ganz ehrlich. Dafür, dass Halloween jetzt quasi vor der Tür steht, finde ich den Skin jetzt nicht so berauschend. Ganz ehrlich nicht. Rückenass zwar klar, passt, aber ich weiß nicht. Na ja gut, 1200 V-Bucks. Ja, gut, der Hintern ist immer noch nett. Aber, ne. Also mein Fall ist es definitiv nicht. So, dazu aber noch die Spitzhacke. Warum hat die so einen Schleim auf der Klinge? Letzte Abrechnung. Aber warum hat die so einen Schleim? Keine Ahnung. So, dann gucken wir direkt mal. Hier gab es nämlich auch noch einen. Dann gibt es nämlich noch den Schmatzkleiter. Der Skin ist eigentlich ganz lustig. Aber sind wir jetzt bei Ghostbusters? Ich glaube, viele von euch kennen Ghostbusters überhaupt nicht. Also wäre grün, wären wir definitiv bei Ghostbusters. Aber Ghostbusters war Warner Brothers. So, dann haben wir noch Naschza. Was ist das? Alter, ernsthaft? Was ist das denn für ein Skin? Ist das denn ernst? Nee, oder? Der Skin ist ja total krank. Junge, Junge, Junge. Muss los. Hatten wir schon mal ein Skin mit so Füßen? Geschweige denn so ein Kopf? Gut, Rückenaccessoire ist halt genauso wie der Kopf. Ist es identisch der Kopf? Von der Zahnlücke würde ich sagen, ja. Gott! Also der Skin ist ja mal ganz krank. Da ist der Skin schon viel netter anzuschauen. Ja, oh, der ist natürlich stylisch mit dem. Wie nennt sich denn das? Wie nennt sich dieses Muster? Ist ja dieses. Ja, wie nennt man das? Nee, verchromt nicht. Diese Dreiecke halt. Dazu natürlich der passende Rücken. Wie nennt man das denn nochmal? Ich komme jetzt eh nicht drauf. Ich habe null Ideen gerade. So, dann. Ach ne, da waren vier Sachen. Und dann schon wieder die Knochenwespe. Die war doch erst. Aber die sieht halt auch stylisch aus. Also, das ist mal so ein Skin, der gefällt mir dann halt schon. Auch wenn die Kette ein bisschen schwer protzig ist. Aber ich denke mal, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Ist halt ziemlich breit, ne? Schmale Skins sind ja immer besser. So, dann haben wir den Urstachel. Ja, der gehört ja zu ihm dazu. Dann haben wir einmal noch Einsicht.
Der Skin ist ziemlich schmal. Das ist eigentlich ein guter Skin zum Spielen, würde ich sagen. Rücken passt auch. Aber holen würde ich mir jetzt trotzdem nicht. So, dann Musik. Ah, ist mir aber auch zu sehr auf Happy gemacht. So, dann haben wir natürlich die neue Lackierung. Auch Schmatzer wieder vorne mit diesem Schleim dran. Aber ich finde, die ist in Ordnung. Also weder positiv noch negativ. Die könnte man spielen, sag ich mal. So, dann haben wir wieder da. Ich komm doch. Warte, nochmal. Na gut, aber wann macht man das? Ne? Ich sage immer wieder, eigentlich macht man dann, wenn man ihn getötet hat. So, dann schon wieder die stachelige Streiterin. Ich glaube, seitdem ich jetzt YouTube mache und den Shop mache, ist sie schon das dritte Mal drin. Aber 800 V-Bucks, von daher. Und ihr seht ja, linker Fuß, Schienbeinschoner, Knieschoner, alles wieder am Start. So, dann haben wir noch Taco-Zeit. Ich kann diese Musik nicht mehr hören. Ich fand, das war die schlimmste Map-Szene. So, haben wir hinten noch was Neues im Shop? Nein. So, dann würde ich sagen, warten. Ja, die haben wir nicht gesehen. Ich bin manchmal zu schnell im Shop. Der Kleider ist eigentlich recht gut, würde ich behaupten. Ja, ein bisschen breit ist er schon. Habe ich hier noch was übersehen? Die habe ich, den habe ich. Nein, nur den habe ich nicht. So, aber jetzt halt nochmal. Wie gesagt, schreibt bitte in die Kommentare, wie wollt ihr es haben? Lieber ein Passive-Code oder Skin verschenken? Unter irgendwelchen Bedingungen, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel bei 600 Abonnenten Skin verschenken. Dann, logischerweise, ihr müsst dann natürlich euren Creator-Code, euren Epic-Namen unten reinschreiben in die Kommentare und natürlich schon mit mir befreundet sein. Weil, ich habe das mit meinem alten Account probiert, man muss 2 Tage befreundet sein, um einen Skin verschenken zu können. Also von daher schickt mir entweder eine Anfrage, wie gesagt, Name ist YT-FamilyHack. Oder schreibt es halt unten in die Kommentare rein. Ich werde mal gucken, dass ich mal zwischendurch alles rüber kopiere. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon an der Stelle. Seid aktiv in den Kommentaren. Vergesst den Like-Button nicht. Und dann würde ich sagen, gebt nicht zu viel Geld aus und gleich folgen die Aufgaben. In dem Sinne, haut rein.